so, ihr habt es geschafft. Ihr seid hier hingerannt. Meine Güte. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Achso, jetzt haben wir natürlich die Türen wieder nicht abgeteilt. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Ah, endlich. Das ist schon besser. Die rastlosen Kunden waren. Jetzt greift Arthas wieder nicht mit an. Ich werde wahnsinnig. Dieser Typ ist aber auch einfach strunzdumm. Wer hat den bitte zu einem Anführer gemacht? Was ist das diesmal? Vorsicht. Frostmourne hat Hunger. Ausbau abgeschlossen. Aber das ist auch komisch, dass dieser Push hier in die Richtung läuft und nicht hier zu dem oberen Tauern. Niemand erteilt mir Befehle. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Es wird da auch noch gegengeheilt. Und Arthas hat einfach überhaupt keine Mana. Ah, wir haben noch einen Mana-Trank. Ah, endlich. Tötet diesen beschissenen Zauberer. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Ah, endlich. Nö, ich will hier nicht raus. Surrounded sein ist so toll. Mission. Vorsicht. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Das ist rennt, 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 rennt. Wir locken jetzt hier hin. Schneller, aber dafür Arthas. Jetzt werdet ihr leiden. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Das ist schon besser. Ah, schneller hierhin. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ah, endlich. Das ist schon besser. Renn doch, Arthas. Ah, endlich. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Trotzdem sollten wir mal ganz schnell hier. Mein Leben für Ner'zhul. Niemand erteilt mir Befehle. Ah, endlich. Was ist es diesmal? Das ist schon besser. Waren da Waypoint vorher? Ah, ja. Ich weiß übrigens, dass da hinten auch Mana-Brunnen und so gibt, aber wie soll ich die denn bitte noch erreichen? Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Das ist. Oh, der läuft aber auch immer so beschissen, dieser Zauberer. Alle Macht der Geißel. Töte ihn doch! Er will nicht! Arthas, du beschissener Scheißköter! Lauf da doch mal hin! Er will einfach auch nicht dahin rennen! Ich habe das Gefühl, er ist in Wahrheit doch ein guter Mensch und will gar nicht untot sein. So dumm, wie er sich hier anstellt. Das ist schon besser. Das ist ja auch fast nichts, was hier noch ist. Habe ich nicht Einheiten gebaut? Was ist es diesmal? Ah, endlich. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Stirbt halt trotzdem weg, dieser Idiot. Doch, ich. Und jetzt renn gefälligst dahin, du alter Sack. Die blauen ja, und die laufen ja auch einfach nicht. Guckt euch doch mal an, wie die hier laufen. Ich werde wahnsinnig in dieser Mission. Sie wollen auch einfach nicht ankommen. Ich bin jetzt doch genauso früh losgelaufen wie gerade eben. Aber diesmal sagen sie sich, ne, ankommen, das ist doch völlig überbewertet. Schneller hier hinklicken kann ich nicht. Und man darf nicht vergessen, ich habe doch gerade es geschafft. Ich bin doch gerade rechtzeitig angekommen. Warum jetzt nicht? Warum denn jetzt nicht? Was ist das? Das widerspricht doch jeglicher Logik. Endlich.
ihrem Kopf. Läufst du hier gegen einen Baum oder was ist los? Ausbau abgeschlossen. Du bleibst einfach stehen? Warum bleibst du denn einfach stehen? Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Ah, endlich. Endlich. Das ist schon die besser. Beschwörung ist der ist einfach stehen geblieben. Frostmourne hat Hunger. Nein, jetzt drehen die Hälfte der Einheiten dreht jetzt wieder um. Ah, endlich. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Euer Befehl, Meister. Frostmourne hat Hunger. Ah, es ist endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. Endlich. Das ist schon besser. Achso, das kriegen wir schon alleine hin. Weil ich nicht sehe, wie ich das schaffen soll. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Immerhin ist er jetzt unglaublich weit nach vorne geprescht. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass wir ihn einfach nicht tot kriegen. Hallo, warum hat er den... Der hat jetzt den auf irgendeine andere Einheit gecastet und die daneben stand. Tötet doch einfach. Das ist schon besser. Wo stehen denn die Verdammten bereit? Das ist doch kein Verdammter. Wo bist du ein Verdammter? Wahrscheinlich ist das ein Verdammter. Ja, ist mir doch egal. Bau dann irgendwo was hin. Doch, ich dachte, das hätten wir geklärt. Das reicht doch nie im Leben. Wir haben halt auch nichts. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Jetzt kommt hier noch der Angriff. Wie soll ich den denn bitte aufhalten? Das ist sogar noch ein Angriff mit diesen Viechern. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung Hallo. Ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Vorsicht. Endlose Pein wird euch erwarten. Jetzt Frostmourne. Ja, das ist halt zu viel hier. Das ist leider einfach so. Niemand erteilt mir Befehle. Endlose Pein wird euch erwarten. Also die Flanke hier ist jetzt komplett offen. Wie lange er aber auch für diese Viecher braucht, ne? Hier ist hier der Held vom Feld. Angeblich. Und er braucht immer 3 Jahre, um irgendwie mal was anzurichten. Ja, jetzt greift dieser Typ auch noch von hier an. Ist klar. Wie viele von diesen Viechern sind denn hier? Dann bringt mir dann ja auch die massivste Static Defense überhaupt nichts, wenn die alle diesen Cast machen können. Für den Lichtkönig. Das ist schon besser. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Nicht genügend
endlich. Frostmourne hat Hunger. Ah, unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unser Held wurde getötet. 6 Sekunden. Es war tatsächlich gar nicht so schlimm, dort, wie ich erwartet hatte. Sprecht, Dummkopf. Ah, endlich. Endlich. Das ist schon besser. Töte ihn doch einfach, Arthas. Endlich. Mit so viel Inkompetenz hier kann ich auch nicht leben. Wie kann man denn so blöd sein, durch die eigenen verbündeten Einheiten zu rennen? Niemand erteilt mir Befehle. Jetzt, Frostmourne. Sprecht, Dummkopf. Ausbau abgeschlossen. Was ist das diesmal? Ah, endlich. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Jetzt, Frostmourne! Das ist schon besser. Jetzt werdet ihr leiden. Ah, endlich. Töte sie einfach. Sprecht, Dummkopf. Frostmourne hat Hunger. Dass der auch noch so gerade sterben muss, ne? Unverzüglich. Vorsicht. Es ist mehr Gold erforderlich. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Was ist das diesmal? Das so sinnvoll ist, was ich hier gerade gemacht habe, weiß ich nicht. Jetzt renn doch mal, Arthas, zu diesem blöden Viechern hier, was auch immer das ist. Euch erwarten. Jetzt, Frostmourne. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Das ist schon besser. Ah, endlich. Wie setze ich die? Das ist schon besser. Endlich. Das ist schon besser. Endlich. Ah, endlich. Jetzt kommt ihr auf einmal von dieser Seite? Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Frostmourne hat Hunger. Ich verstehe auch nicht, warum die immer mal von völlig unterschiedlichen Seiten angreifen. Kannst du den mal töten, bitte? Ah, endlich. Ich wünsche nur zu dienen. Ich gehorche mit Vorsicht. Ungläubiger. Endlich. Weicht nicht zurück. Kel'Thuzad muss verteidigt werden. Dies ist die Stunde unseres Sieges. Ah, endlich. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Das ist schon besser. Ah, endlich. Endlich. Oh, dich haben wir auch noch. Was ist es diesmal? Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Sprecht, Dummkopf. Frostmourne hat Hunger. Ich verstehe aber auch einfach nicht, warum die diesmal einen anderen Weg wählen. Ich glaube, sonst hätten wir diesmal die Mitte halten können, wenn die diesmal wieder über links gekommen wären. Was ist das diesmal? Aber es ist einfach manchmal, wählen die einen komplett anderen Weg. Sprecht, Dummkopf. Das Inventar ist voll. Frostmourne hat Hunger.
Das Inventar ist kann er nicht 6 aufheben? Endlich. Das ist schon besser. Ah, endlich. Endlich. Okay, sie kommen diesmal wieder durch die Mitte. Warum? Warum? Warum kommen die diesmal durch die Mitte? Erteilt mir Befehle. Vorsicht. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Jetzt, Frostmourne! Jetzt, Frostmourne! Jetzt renn doch dahin. Ah, endlich. Das ist schon besser. Schnell abhauen vor denen. Ah, endlich. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Das ist schon besser. Was machen die denn? Warum reagieren die nicht? Ah, endlich, endlich. Jetzt werden wir leiden. Niemand erteilt mir Befehle. Diese Minen haben doch... Haben die überhaupt was gemacht? Jedenfalls habe ich das nicht ganz gesehen, weil irgendwie sind die ja jetzt doch nicht mehr da, ne? Töte den! Niemand erteilt mir Befehle. Ich beuge mich eurem Willen. Vorsicht! Komm! Irgendwie muss es doch jetzt funktionieren. Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Großer Push über die Seite rechts, aber gleichzeitig hält hier. Für den Lichtkönig. Wo ist denn hier? Ja, ich behalte mir tatsächlich erstmal doch trotzdem hinten. Frostmourne hat Hunger. Töte ihn! Das ist schon besser. Endlich. Gibt's hier einen Lebensbrunnen? Oder sind das 2 Mana-Brunnen? Wahrscheinlich sind das nur 2 Mana-Brunnen. Wobei, nur. Was ist es diesmal? Nee, Brunnen der Gesundheit. Heil dich! Tipp. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sprecht, Dummkopf. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Das ist schon besser. Endlich. Ah, endlich. Jetzt, Frostmourne. Endlich. Das ist schon besser. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Heil ihn! Das ist schon besser. Ich hätte aber 15 Sekunden halten das nicht durch. Ich habe fast das Gefühl, dass wir in unserem letzten Versuch viel näher dran waren als hier, aus Gründen, die ich nicht so ganz verstehe. Weil jetzt sind sie ja nochmal 15. Ich glaube, wir waren schon mal bei 6, oder? Was ist es diesmal? Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Gehen wir erstmal zum Mana-Brunnen. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Weicht nicht zurück. Kel'Thuzad muss verteidigt werden. Dies ist die Stunde unseres Sieges. Sprecht, Dummkopf. Hol dir Mana ab ohne Ende. Frostmourne hat Hunger. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Ah, Ungläubige endlich. Haben unsere Verteidigung. Jetzt renn doch durch. Och Mann. Diese Wegfindung. Endlose Pein wird euch erwarten. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Nein. 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 Wenn ich den... Och Gott, war das dumm. Ich wollte den doch nicht auf diese idiotische Einheit da machen. Hallo? Wenn ich da draufklicke, darfst du gerne laden.
Oh, es hätte klappen können, möglicherweise. Also es ist halt einfach jetzt nur noch probieren, ne? Ungläubige haben weicht nicht zurück. Kel'Thuzad muss verteidigt werden. Dies ist die Stunde unseres Sieges. Was ist es diesmal? Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. So, komm, 420 oder so. Sagen wir mal 450. Okay, endlich. Schnell rüber zum Wunder der Gesundheit. Heil, 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 heil. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ah, endlich. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Geh doch jetzt da mal hin. Ah, endlich. Jetzt Frostmourne. Töte ihn! Das gibt's nicht, dass die sich immer gegenseitig heilen müssen. Das ist schon besser. Endlich. Ah, endlich. Unsere Streitkräfte werden neu. Wir haben unsere Verteidigung gestürmt. 3, 2, 1. Ja. Tretet ein in diese Welt und wärmt uns mit eurem... Ja, so wenig war da los, das stimmt. Unsterbliche und verzweifelt. Diese Welt ist dem Untergang geweiht. Meine Nerven auch. Gut gemacht, kleiner Lich. Mein Plan ist perfekt aufgegangen. Lord Archimond, alle Vorkehrungen wurden getroffen. Ausgezeichnet, Tichondrius. Da mir der Lichtkönig nicht mehr von Nutzen ist, werdet ihr Schreckenslords nun die Geißel kontrollieren. Wie ihr wünscht, Lord Archimond. Bald werde ich den Befehl zum Beginn der Invasion geben. Aber vorher statuiere ich ein Exempel an diesen armseligen Zauberern, indem ich ihre Stadt in Schutt und Asche lege. Ein Witz sein. Was wird jetzt aus uns? Habt Geduld, junger Todesritter. Der Lichtkönig hat auch das vorhergesehen. Ihr werdet noch eine Rolle in seinem Meisterplan spielen. Puh. Das war ziemlich heftig. Jetzt muss aber eigentlich die Cutscene kommen, wenn ich nicht sehr irre. Das hat manchmal so. War die Cutscene gerade nicht abgespielt? Okay. Thank you.
Belanora, Mordanos Nelar, Ilamur Nofalos Kada. Ja, so, ja, okay, das war's also mit der Kampagne Nummer 2. Wir machen aber beim nächsten Mal weiter mit den Orks tatsächlich. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das heißt, ich darf mich wieder komplett von neuem auf eine ganz neue Rasse einstellen. Wird bestimmt nochmal spaßig. Ich denke, wir lassen das auch schwer. Oh, wobei es echt schon ziemlich hart war zwischendurch. Aber wenn man es dann geschafft hat, ist man ja froh. Und so habt ihr noch ein paar Folgen auf jeden Fall vor euch. Das kann ich euch versichern. Ich glaube, dass es noch die Ork-Kampagne gibt. Dann gibt es, glaube ich, noch eine. Oder ist das die letzte Kampagne aus Reign of Chaos? Weiß ich tatsächlich gerade gar nicht so richtig. Hab auch keinen Tab offen, mit dem ich das nachgucken kann. Okay, dann lasse ich mich da mal überraschen. Könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Wir werden am nächsten Mal dann also weitermachen mit der Ork-Kampagne, die Invasion von Kalimdor. Mal schauen, wie uns das gelingen wird. Ich muss jetzt erstmal erholen. Das war eine harte Mission. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Nicht vergessen, spiele auch schwer, ja. Also ich versuche, das darauf die Schuld zu lenken. Nicht nur auf mein unfähiges Verhalten zwischendurch. Das war es jetzt für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich stoppe beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr das Folge klicken. Unten ist ein Aspekt von mir. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Meine Güte, war das anstrengend.